Hallo, hier ist Anja Schäfer. Dirk Seufert ist Botschafter der Intergalaktischen Konföderation. Am 26. März 2022 fand ein Mini-Intensive, das war ein Tagesseminar, mit einer kleinen Gruppe von 8 Teilnehmern statt. In Absprache mit den Teilnehmern haben wir die Fragen-Antworten-Sequenz aufgezeichnet und teilen sie hier mit euch. Es geht gleich los. Viel Spaß beim Anhören. Filme oder Serien wie Star Trek oder Star Wars ähneln sehr dem Konzept der Föderation. Ist das ein Zufall? Nein. Weil sich ein unbewusstes Wissen bei dem Filmemacher eingestellt hat? Oder sollen die Menschen auf diese Themen vorbereitet werden? Oder? Ja, also die Filmemacher sind teilweise sogar kontaktiert worden von der Föderation oder von anderen Außerirdischen, um entsprechend da einfach auch gewisse Anregungen zu bekommen, auch zu sagen, wie es funktioniert und so. Natürlich ist trotzdem die Fantasie in gewisser Weise natürlich auch noch frei gewesen, das ist ganz klar. Aber von der Botschaft, vom Ursprung her, ist es schon so, dass die da entweder Eingebungen oder sogar direkten Kontakt hatten. Danke. Zweite Frage, wo sind die Einhörner? Wie meinst du das? Ja, wo die so, sich so aufhalten. Wo? Also nicht auf dieser Welt. Nein. Das auf keinen Fall. Das denke ich, ja. Naja, es gibt ja unterschiedliche Dimensionen. Ja. Und da gibt es eben entsprechend auch Einhörner. Okay. Also in anderen Dimensionen. In anderen Dimensionen. Du musst dir das einfach vorstellen, wie wenn du sagst, du hättest jetzt mehrere Räume. Nehmen wir jetzt die Wiese, die wir da draußen sehen. Mhm. Wir würden jetzt mehrere Abteilungen machen. Und es gibt aber Zugänge zu den einzelnen Abteilungen. Und in allen der Abteilungen sind jetzt in dem Falle die Einhörner. Und jetzt gibt es Menschen, die praktisch die Zugänge haben und andere haben sie nicht. Deswegen ist es für sie nicht sichtbar und für manche aber entsprechend wahrnehmbar. Also es ist kein Fabelwesen, wie man so sagt. Nein, die gibt es wirklich. Die gibt es wirklich. Mhm. Was gibt es? Einhörner. Könntest du mir im Groben sagen, wie die Geschichte der Menschheit tatsächlich gewesen ist? Also vor, sagen wir mal, Millionen von Jahren waren schon Außerirdische hier auf der Erde, die dann Stück für Stück die, also wir stammen auch von Außerirdischen ab, die entsprechend dann sich hier niedergelassen haben und die dann Stück für Stück sozusagen sich den Erdbestimmungen angepasst haben und dadurch auch dann, wie man sagt bei uns, wenn ich es jetzt mal mit der Tierwelt vergleiche, gibt es ja auch so Kreuzungen, der eine mit dem anderen und so weiter, sodass sich da praktisch eine eigene Spezies entwickelt hat. Ja? Und auch die Atlanta zum Beispiel stammen von ihnen ab. Wo auch ja früher die Akasha-Chronik gab es ja früher wirklich. Mhm. Also physisch. Mhm. Die ist ja nur durch den Untergang von Atlantis ins Geistige übergesetzt worden, aus Sicherheitsgründen. Mhm. Okay. Ja. Ja, danke. Was darf man in der Bibel glauben, was nicht? Oder ist die Bibel noch das Wort Gottes? Beziehungsweise lohnt es sich, die Bibel noch intensiver jetzt einzuverleiben? Das ist eine gute Frage. Ja. Also die echte Bibel wird ja von der Kirche unter Verschluss gehalten, grundsätzlich. Und es sind natürlich viele Worte verdreht worden. Ganz typisch ist ja dieser Satz, und führe uns nicht in Versuchung, heißt in Wirklichkeit, und führe uns in der Versuchung. Weil es ja darum geht, auch die Dinge zu erfahren. Und der strafende Gott, und dann, ne? Zum Beispiel. Aber Gott straft ja nicht. Eben. Ja? Mhm. Also es sind viele, viele Sachen, ich sage jetzt mal, manipuliert worden, um uns Menschen besser steuern zu können. Mhm. So würde ich es einfach mal sagen. Und ob du jetzt die Bibel weiterhin lesen möchtest oder nicht, bleibt einfach dir überlassen.
Nee, aber wenn es ja viele Dinge, die man dann nicht weiß, ob es Tatsache wäre, dann denke ich, reicht mir das, was ich erzählt bekommen und gelehrt bekam in meiner Jugend und Kindheit, denke ich mal so. Danke. Gerne. Du hast von einem Autounfall neulich in einem Webinar eine Antwort gegeben. Da ging es um diesen Aufprall. Ja. Und da hast du dann auch noch speziell nachgefragt, von welcher Seite gibt es da Unterschiede? Woher? Ja. Also ich habe deswegen eine Frage, weil in der Familie mein Schwiegersohn jetzt zwei Unfälle hatte. Und deswegen wollte ich wissen, was diese Unfälle bedeuten innerhalb kurzer Zeit. Unterschiedliche Aufprall. Gut, fangen wir mit dem ersten an. Was ist beim ersten Mal passiert? Das erste Mal war von hinten. Okay, gut. Jetzt frage ich einfach mal in der Runde, was glaubt ihr, würde das bedeuten? Also wenn ihr sagt, also das Auto ist vergleichbar mit unserem Körper. Wir hatten es vorhin auch unterwegs von Krankheiten und so gehabt. Wenn ich jetzt das Auto als Körper nehmen würde und kriege jetzt einen Schlag von hinten, was würde es eurer Meinung nach bedeuten? Einen Anstoß kriegen nach vorne. Oder es ist mir jemand in den Rücken gefallen. Bitte? Es ist mir jemand in den Rücken gefallen. Oder, ja. Oder die Vergangenheit hat mich eingeholt. Zum Beispiel. Was noch? Ich soll vielleicht mehr nach vorne schauen? Ist er denn mit dem Auto weit nach vorne getrieben oder war es einfach nur kurz gestoppt? Ich glaube, er stand und ihm. Er stand. Ah, okay. Und was ist beim zweiten Mal passiert? Das war in seiner Jugend und da war ein, glaube ich, ein Frontal Zusammenstoß. Okay, dass er wo drauf geknallt ist. So, das war in seiner Jugend und das jetzt war okay. Ja. So. Was könnte so ein Frontalstoß, Zusammenstoß bedeuten? Ja, es sind beide gefahren und frontal aufeinander. Vielleicht ein Konflikt irgendwie, dass man irgendwie mit jemandem zusammenstößt, also konträre Meinungen oder irgendwas ganz. Ein Streit oder ein ungelöster Streit vielleicht, irgendwie sowas. Auch zu sehen, was er auch vielleicht auch aus einer anderen Inkarnation noch jetzt fällig ist oder jetzt aufgelöst werden kann. Wie kommst du auf eine andere Inkarnation? Es kommt mir so. Okay. Hast du dazu eine Erklärung? Nein, habe ich nicht. Es kam mir eben gerade so. Okay. Also, ihr wart mit den Ausführungen schon ganz gut. Grundsätzlich muss man sagen, wenn mir einer hinten drauf haut, ist das in dem Moment ein Grund, nach hinten zu gucken. Also die Vergangenheit. Da ist in der Vergangenheit etwas gelaufen, was mich praktisch, also was ich angucken muss, dass ich weiter nach vorne komme. Ja? So, ein Frontalaufprall bedeutet, dass du ein, also er ist jemand aufgefahren, nicht ihm wurde aufgefahren, sondern er ist aufgefahren. Ihm. Okay. Nein, ich meine frontal. Beide. Die sind zusammen. Ja, aber es muss ja irgendeiner, auf der falschen Fahrspur sein. Wer ist denn in den einen reingefahren? Das ist die Frage. Sowas müsste man dann jetzt wissen, ob das der andere war, der mir reingefahren ist, oder bin ich selber reingefahren. Weil das ist eine unterschiedliche Aussage. Das müsste man wissen. Also, ich sage euch nochmal, Auto. Die rechte Seite beim Auto ist die Verstandesseite und links ist die Gefühlsseite. Also, wenn mir links einer reinfährt an die Seite, hat es mit meinem Gefühl zu tun.
Wenn es die rechte Seite ist, ist es der Verstand. Ja? Hinten, wie gesagt, spielt eine Rolle, ob ich reinfahre oder ich reingefahren bekomme. Wenn ich selber reinfahre, dann heißt es nicht in dem Sinne, dass ich in die Vergangenheit gucke, sondern dass es darum geht, dass ich praktisch, ich sag mal, nicht dauernd zurückrudere. Also, dass es da irgendwann einfach einen Stopp gibt, ja, wenn ich zurückfahre, weil da geht es ja nicht mehr weiter. Ja? Und nach vorne ist normal, wenn ich jemand drauf fahre, ist es normal so, dass entweder bin ich zu schnell in meiner Abläufen zum Beispiel unterwegs, dass mich etwas bremsen soll, zum einen. Oder, was eben auch sein kann, dass mich etwas ausgebremst hat. Also, dass ich nach vorne will und etwas vorne blockiert aber immer wieder. Ja, also das sind zum Beispiel solche Ausdrucksweisen, was dann in dem Moment mit den Gegenständen passiert oder im Auge. Wenn jemand links reinfährt oder rechts reinfährt, ist das? Links ist, wie gesagt, links ist das Gefühl und rechts ist der Verstand. Das heißt sozusagen, wenn da jemand rechts reinfährt, dann habe ich vom Kopf her ein Problem, also dann hängt es natürlich ab, wo er so reingefahren ist. Ist er hinten reingefahren oder an der Seite oder Mitte? Oder das muss man halt dann nochmal genauer erholen. Wenn ich mich überschlagen habe? Wenn ich mich überschlagen habe, also hier war ja der Fall, was wir ja hatten, war ja mit der Müdigkeit. Ja. Und hier ging es einfach darum, die hatte aber vorher einige Hinweise bekommen. Das hat sie natürlich jetzt nicht schreibt, das war die gechattet hatte, ne? Genau, da konnte man halt auch nichts fragen. Das war halt ein bisschen blöd. Also das war halt ein bisschen, weil da müssen wir echt genau nochmal nachfragen. Aber ich kann davon ausgehen, hundertprozentig, dass vorher noch viele Hinweise waren, weil es ist immer so, ich bekomme einen Hinweis und wenn ich den ignoriere, dann wird er verstärkt. Also ein Überschlag ist schon wirklich die Endphase fast, kannst du sagen. Also müssen im Vorfeld schon viele Hinweise gewesen sein, die sie ignoriert hat und deswegen kam es dann auch zu dem Überschlag. Ich lasse gerne jetzt mal jemanden. Okay. Ja, dann möchte ich fragen, was ist der Hinweis, dass ich so umgeknickt bin, so schmerzhaft? Das war der rechte Fuß? Der linke. Der linke, okay. Erstmal ist ja immer die Frage, wozu dient das Körperteil im gesunden Zustand? Gehen. Gut. So, wenn du umgeknickt bist, was ist denn in dem Fall passiert? Ich konnte nicht mehr normal gehen. Und ich bin von einer Brücke umgeknickt, über die wir gehen wollten, um dann zurückzugehen. So, also ist erstmal die Frage, saß es auf einer Brücke, du bist umgeknickt. Das bedeutet, du hast den Halt verloren beim Zurückgehen. Kurz vorm Zurückgehen. Oder vorm Zurückgehen. Okay, also etwas wollte verhindern, dass du zurückgehst. Oder über die Brücke gehst. Oder, ja, genau. Und jetzt müsste man halt natürlich dann nochmal näher darauf eingehen und gucken. Würde aber hier jetzt natürlich in dem Rahmen zu weit führen, das ist klar. Aber durch bestimmte Fragestellungen kommt man dann Stück für Stück drauf, was dir denn der Hinweis gibt. Also es hat oft dann eben damit zu tun, also einmal ist es ja auch so, wenn mich nicht alles täuscht, ist die Sehne ja dazu da, um die Spannung irgendwie auch zu halten. Ne? Ist doch glaube ich so, oder? Ja. Ich bin jetzt kein Mediziner, aber ich nehme mal an, so eine Sehne, weil die steht ja unter Spannung. Ne? Und die ist ja angerissen oder so, glaube ich, hast du gesagt. Also das heißt, die Spannung hat nachgelassen. Da müsste man halt gucken, zum Beispiel, was für eine Anspannung als Beispiel hast du gehabt? Dann weiß ich schon, Dirk. Siehst du? Dann ist es dann schon klar. Ja. Dann ist es dann schon klar. Okay. Ja. Okay, danke. Ja, also wenn man kann immer eins dazu sagen, wenn ich körperlich irgendeine Beeinträchtigung habe, muss ich mich erstmal fragen, was macht dieses Körperteil oder Organ oder was auch immer im gesunden Zustand. Was ist dem seine Aufgabe? Und das entsprechend dann auf unsere Situation ummünzen.
Und da kann ich dann dadurch praktisch dann auch auf die Lösung kommen. Weil der Körper will nur eins, der will mit uns kommunizieren. Mehr will er erstmal gar nicht machen. Ja? Aber dass wir auch lernen, diese Kommunikation zu verstehen. Ja? Das ist das Schwierigste bei mir, ja. Ja, nicht nur bei dir. Das, glaube ich, betrifft fast alle. Ich weiß, ich kann nur bei mir sagen. Ja. Was hat das so? Bei mir sind es oft die Finger, also dass die Finger, yeah, dass ich mir die aufkratze oder dass mir zum Beispiel der Mittelfinger, yeah, dass ich den, dass ich mir den Wund kratze oder dass ich nach dem, also unangenehme Situation oder. Ja, yeah, ja. Yeah. Magst du immer diesen da? Nee. Nee, ich frage mich halt immer, warum immer bestimmte Finger, also. Gut, die Frage ist ja erstmal, was machen die Finger im gesunden Zustand? Wofür sind die da? Zum Fühlen, Greifen, Arbeiten. Mhm. Ja, so. Berühren. Okay, so, wenn du jetzt sagst, du kratzt dich auf, wenn du das jetzt mal auf dein Empfinden nimmst. Gut, das beeinträchtigt dann meine, so. Mhm. Ich kann halt eigentlich nicht mehr so damit arbeiten oder ja, mhm, Sachen damit machen. Ja. Ja, aber erstmal ist ja die Frage, was wühlt dich auf? Was kratzt dich auf? Mhm. Das ist ja erstmal die Frage. Mhm. Das ist dann wahrscheinlich die Situation, in der ich war, wahrscheinlich. Ja. Zum Beispiel. Ja. Je nachdem, ist dann wahrscheinlich, je nachdem, was ist denn ein anderer Finger betroffen. Ja. Zum Beispiel, ja. Also es geht eigentlich nicht allein um den Finger, sondern es geht eigentlich um das Aufkratzen. Ja, stimmt. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Und ein Knochenbruch? Eher auch im Handgelenk? Oder nee, oder jetzt wo? Auch Fuß. Fuß. Okay. Okay, so. Was, ähnlich wie bei Verena. Was hat der Knochen im gesunden Zustand für eine Aufgabe? Zu stützen. Mhm. So. Der rechte Fuß. Ja. Okay. Es ist im beim Körper ein bisschen anders. Und zwar geht es von den Gehirnhälften. Die linke Gehirnhälfte ist fürs Gefühl, geht aber hier runter über Kreuz ins Rechte, in den rechten Bereich. Das heißt, hier ist der rechte Bereich das Empfinden, also das Gefühl, und der linke Bereich der Verstand, weil es über Kreuz geht. Ja? So. Also wenn du jetzt sagst, vom Verstand her, rechter Fuß, rechte Beine, das gesagt hast, ne? Ja. So. Rechter Fuß, die Stütze. Also wo hast du vom Verstand her oder vom Denken her deinen Halt verloren? In der Situation war das mit meinem Hund. Da habe ich eine Art Übung machen wollen, um den Hund aus dem Leinengezerre und Gebell rauszuholen. Habe sie mitnehmen wollen, in so einem, also in der schnellen Drehung, und bin dann an einem Absatz hängen geblieben und bin also wirklich so mit meinem ganzen Gewicht über den Fuß gefallen. Also wahrscheinlich wollte ich zu verkopft den Hund da, weil das so eine Übung war, die ich vorher mal gemacht hatte oder so. Kommt das hin? Du hast jetzt die Situation beschrieben, was passiert ist, als das passiert ist. Genau. Ich wollte dich aber einfach fragen, wo hast du im Kopf den Halt verloren? Also wo ist bei dir praktisch die Stabilität eingebrochen? In der Situation. Ich hätte. Okay, warst du überfordert? So, ja, genau. Mhm. Das heißt, du wolltest mit dem Kopf unbedingt das erreichen. Ja, genau. Und deswegen ist das die Aufmerksamkeit weggekommen. Also du hast praktisch dich nur auf eine Sache konzentriert und das andere hast du außer Acht gelassen. Mhm. 6 Wochen liegen. Mhm.
Ja. Zeit für sich. 6 Wochen Zeit, genau, zum Nachdenken. Ja, genau. Also so ist praktisch die, ne, also ihr merkt einfach, wenn man das gewisser hinterfragt, immer erstmal fragen sich selber, was macht das entsprechende im gesunden Zustand, was ist die Aufgabe und wie kann ich das dementsprechend auf mein Leben ummünzen. Und so kann ich mit dem Körper kommunizieren und erkennen, was er mir damit sagen will. Aber wenn er mir keine Antwort gibt oder ich höre die nicht. Nein, es geht ja nicht darum, dass der Körper, der sagt, hallo, hör mal zu, jetzt will ich das und das sagen, sondern dass du erkennst, er kann ja nur einen gewissen Ausdruck verleihen, in dem Falle jetzt, wenn das nicht richtig funktioniert oder wenn ich bestimmte Probleme habe. Gut, wofür sind die Knie? Die brauche ich, damit ich stehen, gehen kann, beugen, strecken, ja. So, gehen wir mal also von normalen aus beugen. Ne? So. Ja. So, wo bist du in deiner Gelenkigkeit eingeschränkt? Sind es beide oder ja, nur jetzt, eine? Jetzt ist es zweite, fängt jetzt ganz schlimm an. Gut. Das erste ist schon operiert, jetzt wird das zweite operiert, weil ich es halt nicht mehr aushalte. So, wo bist du in deiner Beweglichkeit eingeschränkt? In meiner Beweglichkeit, in allem. Was heißt das in allem? Naja, ich kann weder Sport noch treiben. Nee, das meine ich nicht. Oder wie? Ich meine von deiner Lebenssituation, deiner Einstellung im Leben, dein Handeln, dein Tun. Ich habe das scheinbar noch nicht so realisiert, was mich oder wo ich eingeschränkt bin. Ich oder glaub, wo schränkst du dich ein, kann man auch sagen. Ich denke mir, ich lebe gut und frei und offen. Hat ja noch nicht das Gefühl, zumindest, dass ich mich einschränke. Also Knie stehen immer für Beweglichkeit. Beugen. Ja? Oder will ich was bestimmte Sachen, will ich bestimmten Themen nicht beugen, zum Beispiel? Ich habe es immer darauf geschoben, dass ich so viel Sport getrieben habe. Das ist aber dann nicht der Fall. Nee. Das hat mit dem Sport nichts zu tun. Sondern es geht wirklich darum, entweder sich nicht beugen lassen wollen oder man ist nicht mehr gelenkig genug in der Einstellung, dass man einfach festgefahren ist, zum Beispiel. Starre Haltungen hat auf bestimmte Themen oder so. Das sind jetzt Beispiele. Das ja, ja, ich habe mich schon verstanden, weil ich habe mich auch schon gefragt, ne, ob vielleicht ich den falschen Weg gehe, dachte ich immer, dass deswegen die Beine nicht mehr mit wollten. Nee, oder so. Das hat nichts mit falschem Weg zu tun. Es geht einfach nur darum, dass ich irgendwo in dem Moment eigentlich eingeschränkt bin. In der Haltung, also mich einfach nicht mehr die Beweglichkeit habe. Na gut, da kann ich ja nochmal in mich gehen, was ich jetzt nicht wollte. Ja, ja. Ich glaube, das muss man üben, oder? Ja, um solche Sachen zu erkennen. Klar, ja, natürlich, ganz klar. Wenn es so einfach wäre, dann bräuchte man es ja gar nicht. Ja, ja, dann wissen wir es immer sofort. Also genau. Von dann, da kann man sich ja auch Hilfe holen, finde ich, um das zu lernen. Richtig, genau. Ja, sonst keine Fragen mehr? Gar nichts mehr? Ich hätte schon noch welche, aber als alle anderen. Thomas bestimmt, du hattest Thomas, du hast auch einen Was mich interessieren würde, gibt es einen Anfang oder eine Geburt der Seele? Bitte, kannst du das ein bisschen lauter? Eine Geburt der Seele. Also, ja, die gibt es. Die gibt es. Definitiv. Kann man sich das vorstellen? Gute Frage. Das ist ein, also das ist ein extrem, extrem hoher Liebesprozess, der dahinter steht. Es gibt ja wirklich, man hat mir das heute vor mir. Ein Vormittag hatten wir das am Tisch, ne? Mit jungen Seelen und alten Seelen. Ich glaube, wir hatten das gar nicht. Ja, genau. Also junge Seelen, die praktisch aus dem Göttlichen kommen und die erst manches erfahren wollen, zum Beispiel. Ja? Und dann gibt es eben auch alte Seelen, die halt auch viele Jahrtausende schon oder Millionen
schon hier entsprechende Inkarnationen hinter sich gebracht haben. Und wie kann man eine Geburt vorstellen? Ich glaube, unsere Vorstellungskraft, unsere menschliche Vorstellungskraft reicht dafür nicht aus. Weil wir, ja, wir gehen normal von einer normalen Geburt aus. Wie, aber man kann ja fragen, wie soll das gehen? Weil Gott, da müsste ja eine Göttin noch geben. Also Gott und Göttin. Also so, das wäre jetzt unsere Vorstellung. Aber es ist wirklich aus der puren Liebe heraus entstanden. Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil es fehlt die Bedeutung, die Worte eigentlich dafür. Es ist aus purer rein Liebe entstehen diese Seelen. Und wie kommt sie das mit der Unendlichkeit vorstellen, damit es gibt keinen Anfang, kein Ende? Mein Verständnis ist ja doch ein Anfang dann vorhanden bei der Geburt einer Seele. Dann stellt sich wieder die Frage, gibt es ein Ende der Seele? Es gibt die göttliche Einheit. Also du kannst auch als Seele wirklich wieder ins Ursprüngliche zurückkehren, sozusagen. Das kannst du natürlich machen. Das bleibt dir überlassen. Aber das ist ein Prozess, den jede Seele sozusagen selber entscheidet. Aber so gesehen kannst du einen Anfang und ein Ende in dem Sinne nicht bezeichnen, weil es trotzdem ein Kreislauf ist. Es ist ja nicht irgendwie, da ist der Zipfel und da hört es auf, sondern es ist ja ein Durchgang. Also es ist wirklich, es ist schwierig, dem menschlichen Verstand das irgendwie so zu erläutern, dass es auch erfahren ist. Weil wie gesagt, gerade mit dem Thema Unendlichkeit können wir nichts anfangen. Wir können uns das nicht vorstellen. Also du musst aus dem Verstand aussteigen und musst sozusagen ins Reine empfinden. Dann kannst du es verstehen. Nur dann. Also das war auch für mich, wo ich das erste Mal hier auf der Erde bewusst astral gereist bin, plötzlich habe ich gemerkt, dass ich riesengroß bin. Ich konnte die Erde in die Hand nehmen, so klein war die vor mir. Also ich hatte plötzlich eine Riesengröße. Schwierig wurde es dann, als ich in den Körper wieder zurückgegangen bin. Da habe ich erstmal gemerkt, wie eng es wird. Also das ist dann wieder die Kehrseite der Geschichte. Aber du kannst nicht Begrenzungen, also es gibt in dem Sinne wirklich nicht Begrenzungen. Ich konnte auch das ganze Universum umfassen. Das ist alles möglich. Weil es Energie ist. Ja, und weil es in dem Sinne keine, wie soll ich sagen, weil du es nicht vom Verstand her leitest, sondern vom Empfinden. Du bist pures Gefühl. Mhm. Und dementsprechend kannst du alles sein und auch alles haben. Du bist in dem Moment wirklich in dem Seinszustand, in dem puren Seinszustand. Aber das kann man nicht, wie gesagt, mit Verstand erfassen. Das geht nur ums Empfinden. Das wäre wie, wenn ich einer fragt, ja, wie ist denn das, verliebt zu sein? Erklär mir mal das. Das kannst du nicht. Es gibt einfach bestimmte Bereiche in unserem Leben, die wir nicht erklären können. Nicht unter dem Wort reichen dafür. Es geht einfach nicht. Und trotzdem ist es aber vorhanden. Das ist ja das, wo wir dann Schwierigkeiten haben. Ja, wo wir dann sagen, aber es muss doch irgendwie sein. Aber es gibt einfach wirklich Bereiche im Universum, die du nicht mehr vom Verstand her erfassen kannst, weil du es einfach fühlen musst, erfahren musst. So wie ich gefragt worden bin, ja, wie war denn das erste Mal, als ich auf das Mutterschiff gekommen bin? Ja. Das war fantastisch, aber nicht die Technik war so faszinierend oder was ich da so gesehen habe, sondern was ich da gefühlt habe. Das Empfinden. Das ist wie, wenn du sagst, du bist richtig verliebt, ganz stark verliebt und das multipliziert mal 10. Und das hast du rund um die Uhr. Also war nicht das Thema, die Dinge zu erfahren, sondern mein erster Schritt, den ich lernen durfte, um überhaupt weiter ausgebildet zu werden, war freiwillig hierher auf die Erde zurückzukommen, wo es eben diese Energienformen und dieses Leben so nie gibt.
Also meine Frau gibt mir enorm viel Liebe und das ist wirklich fantastisch, aber es ist nicht zu vergleichen mit dem, was ich auf den Schiffen erlebe oder mit der Föderation. Weil es der Mensch in der Form diese Liebesfähigkeit nicht produzieren kann. Er kann es nicht. Weil er sich begrenzt sich zu sehr. Das ist das Problem. Wenn er aufhören würde, es zu begrenzen, dann könnte er es auch. Und die sind dann auch alle in der Lage, die gleiche Menge an Liebe oder die gleiche Qualität an Liebe dort zu halten und reinzubringen und zu leben? Oder ist das bei dem einen mehr, bei dem anderen ein bisschen weniger? Es gibt keinen Unterschied. Es gibt, also, das ist, und auch hier kannst du es mit dem Verstand nicht erfassen, sondern es ist wirklich ein pures Gefühl, was aber von allen Wesenheiten sozusagen ausgestrahlt wird. Wahrscheinlich, weil es ja auch nicht bewerten, ne? Keiner ja, bewertet. Wahrscheinlich deswegen auch. Wir haben zwar verschiedene Aufgaben, es gibt bestimmte Positionen oder verschiedene Positionen, aber keiner stellt sich über den anderen. Mhm. Das gibt es einfach nicht. Das schafft ja uns die Liebe oft weg, die Bewertung. Ja, genau. Ja, also wie gesagt, das ist, wirst auch Ray mal fragen können, er wird es wahrscheinlich dir bestätigen, dass gewisse Dinge einfach menschlich nicht erklärbar sind. Mhm. Man muss sie erfahren, man muss sie leben können. Das hat die Omnik auch. Das ist, hat auch nicht. Ja, und du kannst es einfach nicht erklären. Es gibt keine Erklärung dafür. Glaube ich auch. Ja. Du hast auch den Jesus gechannelt, hast du gesagt. Dann hast du doch auch die Liebe von ihm gefühlt. Die kannst du uns doch auch gar nicht erklären. Siehst du? So ist das auch. Denke ich mal. Ja, auch. Mhm. Es ist grundsätzlich auch so, wenn so hohe Wesen oft gechannelt werden, müssen die Energien sowieso vorher transformiert werden, runtertransformiert werden, weil du würdest verbrennen. Würden wir gar nicht aushalten. Das die kannst pressen du dich an die Wand, du... kannst es gar nicht erfassen. Das, du würdest verglühen innerlich. Ja. Das geht gar nicht. Also die müssen so weit runter transformiert werden, dass wir es überhaupt machen können. Und dann ist es immer noch enorm stark für uns. Für uns. Unabhängig. Ja. Ja. Übermächtig. Also das ist... Ja. Also als Jesus das erste Mal mit mir live gesprochen hat, sind mir echt nur, mir sind nur die Tränen gekommen. Ich konnte nichts reden, mir ich auch, konnte nichts mir auch. Fragen, ich konnte gar nee, nichts. War einfach nee, nur überwältigt von dieser Liebe. Man will es, ja, es fließt das nur war, über einem, ne? Ja. Ja. So ist mir, also na, mittlerweile so geht es. Also, ich weiß nicht, wie mit Immunal geht es. Ich habe es nur einmal erlebt, aber das war ja, ja Wahnsinn, sowas. Ja. Das wird man auch nie vergessen, denke ich mal. Ne? Ja, das bleibt. Weil man es so in sich drin hat, ne? Auf alle Fälle, ja. Ja. Wahnsinn. Ist es dann schwer für dich, jetzt wieder hier zu sein? Also jetzt hier in der, ich meine, der Erde zu sein und da zu leben? Es war natürlich schon ein Umstand, wenn du, ich sag jetzt mal übertrieben, du hast das Paradies und kommst wieder in diese Schwere da zurück. Es war schon eine Herausforderung, aber es hat ja einfach trotzdem auch einen Grund gehabt, warum ich hier inkarniert bin. Und ja, ich meine, mein Trost ist natürlich, dass es auch mal die letzte Inkarnation auf Erden ist, für mich. Also das ist schon bei dir definitiv angesagt. Ja, ich weiß auch, wann ich gehe. Oh, das ist aber auch nicht einfach, oder? Kommt drauf an, wenn du weißt, was dich erwartet, ist was anderes. Das stimmt. Das stimmt. Ja, okay, also, danke. Deswegen... gibt da keinen. Aber du hast jetzt deine Partnerin noch nicht. Nein, sie weiß es auch eben nicht. Eben, das würde ich nicht ertragen. Dann. Das ist, nee, das muss auch nicht sein. Nee, meine ich nur. Ja, ja. Aber du hast noch bestimmt noch mehr Fragen, wie ich das sehe auf deinem Zettelchen. Wenn die Frage wäre zum göttlichen Plan. Ja. Du hast ja gesagt, wenn gegen den göttlichen Plan praktisch, wenn irgendwas macht wird, dann schreitet die Föderation. Ein. Ja. Ich würde mal interessieren, ja, ich verstehe die Grenze irgendwo nicht. Wo schreitet die Föderation ein und wo nicht? Weil es gibt ja so viel, wir sollen sagen, Ungerechtigkeiten und Beeinflussungen. Wenn man sagt, es kann doch nicht der göttliche Plan sein. Also
Ich kann dir zum Beispiel sagen, als die Israelis die Atombombe geworfen haben, haben die sie als Blindgänger runtergehen lassen. Nur mal so als Beispiel. So. Sicherlich ist es für uns Menschen oft nicht zu verstehen, dass es so viel Leid, Kriege und so weiter gibt. Aber wenn man es jetzt mal ganz streng genommen nimmt, wie oft führt ihr selber mit euch tagtäglich Krieg? Seid mal ganz ehrlich, wirklich Hand aufs Herz. Ja, finde ich. Ja, so ist es. Und wenn du diese Energie jetzt multiplizierst mit den Menschen, die das tagtäglich machen, was glaubst du, wo soll diese Energie hin? Ja. Und der freie Wille, ne? Immer dazu. Ja. Das heißt, diese Energie muss ja irgendwo hin. Und irgendwann manifestiert sie sich natürlich. Die manifestiert sich nicht sofort, aber die wird sich irgendwann manifestieren. Und dann haben wir sowas wie das, einen Krieg. Das heißt, es ist sehr wichtig, und das kriege ich auch immer wieder mitgeteilt von der Föderation, dass ich diese Botschaft auf jeden Fall weitergeben soll an die Menschen, dass sie lernen, Eigenverantwortung zu übernehmen. Für ihr eigenes Leben. Ja, schon die Gedanken fangen schon an, ne? Ja, wie gesagt, wirklich, wie gehen wir mit uns selber tagtäglich schon um? Ne? Da geht es schon los. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Wertschätzung und Achtung einmal für uns leben und dann auch für mein Gegenüber. Und das schafft Friede. Und wenn das viele mehr Menschen machen, dann gibt es eine Kettenreaktion. Und dann reagiert auch da wieder das Globalbewusstsein. Und dann werden diese Kriege verschwinden, automatisch, weil die Energie dafür gar nicht mehr dann da ist. Das ist diese Matrix, wie wir sagen. Genau, ja. Also deswegen das Leid in dem Sinne, wenn man jetzt sagt, ja, aber wie kann Gott sowas zulassen? Gott hat gar nichts zugelassen. Das war der Mensch. Der Mensch macht das. Ja. Aber er will es nicht einsehen. Und oft kommt mir die Frage, ich denke mal, Anja wird es auch immer wieder erlebt haben, ja, wann kommen die endlich? Wann befreien die uns endlich? Und so weiter. Ja, also mir schmeißen den Dreck hin und die sollen es aufräumen, oder wie? Ja, das wäre es doch, ne? Ja, ja, ja. Das wäre es doch einfach. So, ja, weil ne? so ständig, du denkst, aber der Mensch lernt dadurch ja nicht. Das ist ja das Problem. Weil er wird es dann beim nächsten Mal wieder machen. Da sagt er, wieso, es räumt doch einer weg. Kann ich doch wieder Dreck hinschmeißen. Und das ist genau der Punkt. Und darum werden wir zur Verantwortung gezogen. Oder umgekehrt, Omnek wurde auch oft gefragt, wann werden wir denn endlich abgeholt und auf einen anderen Planeten gebracht? So ungefähr. Genau. Wir Guten, ne? Wir. Ja. Und dann hat sie gesagt, so nach dem Motto, ich weiß nicht, so nach dem Motto auf jeden Fall krass gesagt, natürlich wird das nicht passieren, weil wir holen euch doch nicht hier raus, damit ihr den nächsten Planeten an den Kahn fahrt oder so ähnlich oder zum Schrotthaufen macht, so ungefähr. Ihr müsst ja erstmal, ne? Also. Genau. Weder, dass sie hier in dieser Form klar Schiff machen, noch, dass sie die vermeintlich Spirituellen, die denken, sie sind irgendwie weiter als die anderen, hier rausholen und auf den nächsten Planeten bringen und da geht das Köpfe einschlagen, dann auf einer anderen Ebene genauso weiter. Das ist nicht die Lösung. Ja, genau so ist es. Dann nehmen sie uns jetzt an den freien Willen und wir werden dann nur noch Roboter. Dann ist es vielleicht für viele anders. Wieso du hast es nicht verstanden, ne? Naja, wieso? Weil ich sagte nur, wenn man uns den freien Willen nehmen würde, aber das ist ja das Göttliche. Den göttlichen Plan. Eben. Sag ich ja, das ist das Göttliche, was wir mitbekommen haben. Ja. Der freie Wille. Also mehr konnte man uns ja gar nicht schenken, auf Deutsch gesagt, ne? Also, genau. Es ist ja. Ja, aber es ist halt eine hohe Eigenverantwortung. Ja. Ja. Und das ist halt genau das Problem. Was hast du denn noch auf deinem Zettel stehen? Du hast bei den Webinaren manchmal über die Außen gebracht, von die wollen uns manipulieren, die wollen uns Angst machen. Was kann man unter die verstehen? Ja gut, also es gibt ja, wir sind ja immer noch in einer polaren Welt.
Für sie weg. Und ja, und es gibt natürlich eine Gegenseite, die ganz klar versucht, entsprechend möglichst viele auf ihre Seite zu ziehen, um sozusagen gegen den göttlichen Plan zu arbeiten, wenn du so willst. Das meine ich mit die. Mit einer anderen Seite. Mit einer Schattenseite, Schattenwelt, wie du es auch immer nennen magst. Also kann man jetzt nicht unterscheiden, sind jetzt auch Menschen oder die sind Wesenheiten? Oder? Es ist einfach eine Einstellungssache. Das ist wie, du hast zwei Menschen, der eine hat einen guten Willen und der andere hat einen schlechten Willen. Das heißt aber nicht, dass der Schlechte, der einen schlechten Willen hat, auch generell schlecht in sich ist. Er will einfach nur ausprobieren, wie der andere Weg ist. Letztendlich sind auch diese Wesen, egal wer es auch immer ist, sind trotzdem göttlichen Ursprungs. Nur sie haben es verlernt. Sie haben es verlernt, dass sie göttlichen Ursprungs sind. Und die Föderation lässt sie ja gewähren bis zu einem gewissen Punkt. Nur wenn es dann eben zu sehr eingreift, dann greifen die ein. Okay. Deswegen habe ich mit die gemeint, mit der Gegenseite. Kannst du ein Beispiel nennen? Du sagst immer diese Aktion, die ihr gemacht habt. Kannst du ein Beispiel nennen von einer Aktion, die gemacht wurde? Ja, wie gesagt, also das mit der Atombombe zum Beispiel war ein Fall. Ja. Oder dann sind natürlich auch Waffen entwickelt worden, wo du den menschlichen Organismus komplett verändern kannst. Da wurde zum Beispiel die Beeinflussung unterbunden, weil es nicht nur an den Menschen gegangen ist, sondern auch im All entsprechende Auswirkungen gehabt hat. Und da haben die auch eingegriffen, zum Beispiel. Ja. Bei der Impfung auch, bei der energetischen Wirkung oder noch nicht? Was für eine energetische Wirkung? Wenn man jetzt sagt, dass wenn man sich jetzt impfen lässt, dass uns das ja von unserer Seele trennen soll. Wird behauptet. Wird behauptet, ja. Genau. Okay. Wird behauptet, darauf ist ja dein Satz, ja, wird behauptet. Ja, du kannst daran glauben, du kannst es aber auch lassen. Okay, und wenn ich es lasse, dann ist es nicht so. Ja, also ich nehme immer das Beispiel, diesen Witz. Kommt ein Mann in eine Drogerie und er möchte eine Fliegenklatsche kaufen. Und der Drogerist sagt, da habe ich was viel Besseres. Verschwindet und kommt wieder zurück mit einer Streichholzschachtel, macht die auf, da ist eine Lupe drin und eine Pinzette. Und dann fragt der Kunde, was soll ich denn damit? Sagt, das ist ganz einfach. Wenn die Fliege jetzt da hockt, dann nehmen sie die Lupe und blenden die Fliege. Dann ist die so geblendet, dann können sie die mit der Pinzette in die Streichholzschachtel packen und zumachen. Und dann sagt der Kunde, ja, mit der Fliegenklatsche geht es doch viel schneller. Ja, oder so. Also es gibt zwei Methoden. Es gibt die eine und es gibt die andere. Also wenn jemand jetzt sagt, da trennt sich die Seele davon mit der Impfung und so weiter, wenn ich daran glaube, dann bitteschön. Ich kann es aber auch lassen. Das Problem ist nicht die Impfung, das Problem ist die Einstellung dazu. Die mentale Einstellung, wo ich gesagt habe, auch im Webinar, ja, und glaube ich auch im Interview haben wir es, glaube ich, gehabt, wo ich gesagt habe, ich lenke auf diese Form keine Energie. Das ist ja, mir zu schade. Das hast du gesagt. Ich mache ja das nicht. Damit und nicht das, und da kann sein, was will. Und ich weiß einfach, wir bestimmen, was ist. Und wenn einer daran glaubt, dass er morgen vom Balkon springt, dann kann das sein. Er kann es aber auch lassen. Ja, also wir kriegen so viel Zeug erzählt, was angeblich alles schon passiert ist. Ich kenne diese Geschichte, weil meine Mutter hat mich damals angerufen und hat gesagt, weißt du, was mit der Impfung passiert? Und da sage ich, nee, was denn? Ja, ich habe da eine Bekannte, die ist Heilerin und die hat da eine Kundin gehabt und stell dir mal vor. Und dann hat sie mir das alles erzählt, dass die Seele da getrennt ist und die DNA verändert ist und keine Ahnung, was weiß ich. Und das sind nur noch halb seelenlose Leute, die da rumlaufen. Und so. Alle, die geimpft sind, sind praktisch, haben nicht mehr. Ne? So. Und dann habe ich mir das angehört und habe gedacht, aus deiner Sicht gebe ich dir vollkommen recht. So. Und irgendwann fingst du dann auch immer wieder an,
die war dann mittlerweile schon so in dem Wahn drin, mir dauernd, wenn ich mit ihr telefoniert habe, weil ich hatte irgendwann gar keine Lust mehr, meine Mutter anzurufen, weil jede, egal welche Konversation, ging immer wegen der Impfung. Und dass der Trump der Retter ist und keine Ahnung. Also sie hat sich da völlig in die Geschichte reingesteigert. Aber du musst es doch wissen, Dirk, du sitzt doch an der Quelle. Das muss man doch breitgeben und das muss man doch weitergeben und so. Wo ich mir auch gedacht habe, warum? Wenn du das so siehst, dann ist das so aus deiner Sicht. Fertig. Ich habe diese Information nie gekriegt, nie. Weil ich mich damit gar nicht beschäftigt habe. Ich habe da null Energie drauf gelenkt auf das Ganze. Und das hat mich auch nie irgendwie, ich bin auch nie groß damit konfrontiert worden. Gut, wir mussten eine Maske aufziehen, ja gut. Aber da kam keiner, der gesagt hat, Herr Seifert, ich muss sie jetzt unbedingt spritzen. Hatte ich nie, weil ich keine Aufmerksamkeit darauf gebe. Und wie gesagt, wenn einer sagt, da ist die Seele dann geteilt und getrennt und wenn er das glaubt. Ja, ich kann mental so viel erreichen. Ich denke, die sich impfen lassen, glauben das nicht. Ne? Mhm. Die machen sich da wahrscheinlich weniger Gedanken, oder? Meine Mutter fing sogar an, weil meine Frau geimpft ist. Die ist geboostert und so weiter, weil sie halt im Kindergarten arbeitet. So. Aber für sie ist das auch okay. Sie hat das gemacht und das ist in Ordnung, auch für mich. Und dann ging ja die kuriose Aussage los, dass Nicht-Geimpfte von Geimpften infiziert werden durch die Ausdünstung, irgendwie, keine Ahnung. Und dann hatte ich wirklich, man soll es nicht glauben, aber dieser Anruf gab es wirklich. Die hat mich angerufen, eine Frau, und hat gefragt, was sie machen soll. Sie hat ihren Mann in den Keller gesperrt. Das heißt, ja, der ist geimpft und ich und die Kinder nicht. Ja, aber das sind schon Probleme. Natürlich. Ja. Dann habe ich ihr gesagt, also sie soll die Wertschätzung machen. Ja, genau. Lass deinen Mann wieder frei. Ich habe gesagt, sie soll ihm die Wertschätzung und die Achtung geben, die er verdient hat, und soll ihn wieder vom Keller hochholen. Das sind wirklich völlige konträre Geschichten abgelaufen, weil die Leute völlig durcheinander waren, weil irgendwelche komischen, kuriosen Geschichten rausgegangen sind. Ja, es haben natürlich auch Wissenschaftler sich dazu geäußert, ne? Dass sich da der Mensch, die DNA verändert werden soll. Klar. Und dass das Gift auch wäre, was da eingespritzt wurde und irgendwelche Partikel in den Blutbildern sich gezeigt haben. Mhm. Also nur, was die nicht wissen, die Wissenschaftler, sie kennen die Naturgesetze nicht oder die geistigen Gesetze. Okay, und das Gesetz lautet, das hatte ich auch, glaube ich, mittlerweile fast in jedem Webinar gebracht, oder? Mit den Energien. Mhm. Wenn du die gleiche Frequenz wie diesen Giftstoff zum Beispiel hast oder diese Impfung oder bist darunter, dann gehst du voll in Resonanz. Mhm. Schwingst du aber darüber, kannst du Salzsäure zu dir nehmen, Schwefelsäure, was auch immer, was den Körper normal zerstören würde. Das heißt, alle, die das ausmachen, glauben, dass ihnen die Spritze hilft, die haben auch keinen Schaden. Der Grund, warum Corona so viel Schaden anrichtet, ist nicht Corona oder die Impfung, sondern es ist die Medien, die Angst und Schrecken verbreiten von morgens bis abends. Ja. Das ist der eigentliche Virus, wenn du so willst. Das ist der Virus. Alles andere ist Peanuts. Und das wussten die anderen aber auch. Deswegen haben sie das ja so gemacht. Ja. Weil sie wissen, dass wenn die Energie nach unten fährt, sind sie angreifbar. Ja. Ja. Und die Leute, die es nicht berührt, für die gilt es nicht. Fertig. Und deswegen gucken wir auch keine Nachrichten mehr und hören auch kein Radio mehr. Aber mir tun die natürlich schon auch leid, bin ich ehrlich, ne? Wenn sie sowas erzählen, dass sie darunter leiden. Jetzt die Frau, wenn der Mann da im Keller gesperrt wird, ne? Ja, ich habe, wie gesagt, sie hat ihn aber auch wieder hochgeholt. Als ich es ihr gesagt habe. So. Aber daran sieht man mal einfach, was da plötzlich in den Menschen vorgeht. Ja, was mit den Kindern auf was er für Ideen auch, kommt, weißt du? und für Unsicherheiten. Die war echt, die war auch verzweifelt, was sie mir da geschrieben hat. Das war jetzt nicht aus Jux und Dollerei, sondern die war echt verzweifelt. Ja. Und da habe ich ihr sehr ganz beruhigt und habe gesagt, da passiert gar nichts. Weil da wäre ich ja schon doppelt und dreifach. Aber der Punkt war dann auch,
Interessant, als meine Mutter gehört hat, dass meine Frau geimpft ist, ist ja der Kontakt abgebrochen. Ehrlich? Ihr gegenüber, ja. War sie enttäuscht, dass ihr euch ja, so eine Handlung noch, sie wird ja nur noch 3 Jahre leben und die werden alle feststellen, was das mit ihnen macht und. Aber es sind ja viele schon gestorben, angeblich auch, ne? Ja, aber nicht wegen der Geschichte. Nicht. Ja, aber da muss ich jetzt mal eine Frage, oder aus meinem unmittelbaren Umfeld, eine ältere Frau hat sich impfen lassen, damit sie im Pflegeheim weiter unterstützen darf. Mhm. Ne? 3 Tage später ist sie erblindet, auf einem Auge komplett, auf dem anderen bis 30%. Hat dann anschließend noch eine Thrombose im Auge gekriegt, ist noch ein bisschen weniger wie 30%. Und das war unmittelbar, also im Zusammenhang mit der Impfung ist das passiert. Ja, warum hat sie sich impfen lassen? Ja, die Frage habe ich ihr nicht gestellt, weil ich wollte ihr nicht, die war eh schon fertig mit dem Impfen. Ja, aber warum hat sie sich impfen lassen? Wenn ich jetzt mal ganz ändere, weil sie Angst hat. Nein, sie hat sich dem Druck gebeugt, die ist sehr christlich und sie möchte im Pflegeheim helfen. Und die haben sie nicht mehr reingelassen, weil sie nicht geimpft ist. Ne? Und damit sie dort weiter unterstützen kann, was hat sie gegen ihre Überzeugung sich... Ja, aber was hat sie in Wirklichkeit gemacht, wenn man es jetzt mal energetisch anguckt? Was hat sie in Wirklichkeit gemacht? Sie hat Energiefeld nach unten gefahren. Das den Glauben, den sie normal hatte, hat sie verloren oder hat sie vergessen. Und in dem Moment ist der Energiefeld nach unten und dann bist du angreifbar. Aber es ist nicht die Impfung. Das ist ein Trugschluss. Es ist nicht die Impfung. Wir wissen, dass wir mit dem Glaube Berge versetzen können. Das wissen wir. Und es geht in die eine Richtung genauso wie in die andere Richtung. Das funktioniert. Und ich habe auch gesagt, ich glaube auch beim Spaziergang oder so, habe ich gesagt, dass wir im Moment, wir sind in der 5. Dimension im Moment. Und wir gehen gerade in die 6. Und die Gedanken werden deutlicher. Wenn wir etwas denken, wenn wir etwas wünschen, kriegen wir das deutlicher. Das funktioniert hervorragend. Es kommt darauf an, in welche Richtung wir es lenken. Es ist einfach jetzt wirklich schneller und deutlicher. Und wir sind schon in der 5. Dimension. Wir sind in der 5. Dimension. Wir haben die Höhe, wir haben die Länge und die Breite. Das sind die 3 Dimensionen. Dann haben wir die Zeit, das ist die 4. Dimension. Und jetzt geht es eben drum, um die Mentalkräfte, das ist die 5. Also mental denken, handeln und so, das ist im Moment gerade das, was gerade ansteht. Und die 6. ist dann, was? Die 6. ist dann nochmal, hat dann nochmal mit dem Bewusstsein zu tun, mit Energien. Aber da sind wir erst dabei. Aber wir sind in der 5. Dimension. Schon längst. Ich dachte immer, da kämpfen wir uns noch ran. Ja, aber wenn du doch mal wirklich ehrlich bist, die Zeit ist viel schneller als vorher. Wenn du heute etwas aussprichst, musst du mehr aufpassen, dass das eher nicht so. Das gab es ja früher alles gar nicht. Da hast du gequatscht wie ein Blöder und da ist noch lange nichts passiert. Nee. Und das sind einfach diese, daran merken das wir, dass wir Zeichen. In einer ganz anderen Dimension sind. Okay. Das sind die Zeichen dafür. Okay. Danke. Ja? Danke. Bleibt die Zeit dann so beschleunigt oder empfinden wir das irgendwann mal? Das geht noch schneller. Das wird noch schneller gehen. Weil unser Bewusstsein, du musst dir vorstellen, was ich mit dem Rad erzählt habe. Und es gibt Menschen, die uns nicht mehr wahrnehmen können. Die sehen uns zwar, also mit Augen, aber sie nehmen uns nicht mehr wahr. Ich hatte ein ganz tolles Gespräch mit einer, die mir gesagt hat, sie war bei diesen Demonstrationen dabei, aber nicht, weil sie gegen demonstriert hat, sondern weil sie einfach toll fand, dass die Leute auf die Straße gegangen sind und diese Gemeinschaft. Und sie hatte keine Maske auf. Und sie hat einem Polizisten direkt gegenüber ins Auge geguckt. Also wirklich, der hat sie live gesehen. Und der hat nichts gesagt und ist direkt an ihr vorbeimarschiert. Ach was? Ja, der hat sie nicht mehr wahrgenommen. Er hat sie von der Energie her nicht mehr wahrgenommen. Sie hat viel höher geschwungen als er. Du siehst zwar, aber du nimmst nicht mehr wahr. Und die Frau war höher schwingend? Ja, weil sie nicht die Einstellung hatte, gegen zu demonstrieren, sondern mit der Freude. Die hat sich einfach darauf gefreut, mit den anderen Menschen zusammenzukommen, sozusagen, und einfach nur, aber nicht aus der Art und Weise, warum, sondern hat sich einfach nur damit, und damit hat sie ihr Energiefeld. Das wird auch bei, wer Celestine den Film gesehen hat,
wird es auch beschrieben, ganz toll, wie die da auf Celestine plötzlich, wie dann die Soldaten kommen und die anderen hoch sind. Die einen sehen sie, ja. Richtig, genau. Und das passiert, und ihr werdet es nicht glauben, es passiert euch tagtäglich. Es gibt Menschen, die euch nicht mehr wahrnehmen können. Auch Menschen, mit denen man eigentlich immer zusammen irgendwie sich begegnet ist. Ja, wenn die auf ihrer Frequenz bleiben, und du deine Frequenz weiter veränderst, dann werden sie dich nicht mehr wahrnehmen können. Das ist wie Engel. Aha. Auch innerhalb der Familie? Ja, natürlich. Das stelle ich mir aber schräg vor. Ja. Es kommt auf dich drauf an. Ist es auch so, wenn man ständig mit jemandem vorbei telefoniert und nur immer den Anrufbeantworter erreicht, dass dann die Frequenzen richtig unterschiedlich sind? Ja. Und der nimmt dich auch gar nicht mehr wahr. Und kriegt man deshalb auch keine Kontakte dann zueinander mehr? Weil das kann passieren. Kann? Weil du für die nicht mehr existierst. Ja, aber dafür kriegst du andere. Ja. Das ist wieder eine ganz andere Nummer. Ja, das stimmt schon. Ist die Veränderung, dass man für mich in diesem Begriff als Füllung drin, was Veränderung bedeutet. Ja. Mein Leben verändert sich, weil ich, wie zum Beispiel hier in so einem Kreis, ganz anders wahrnehme, ganz anders höre auch, auch ganz anders spreche als zum Beispiel mit den anderen, die mich, wie du sagst, nicht mehr wahrnehmen. Ja, die tun dich ja als Spinner ab oder irgendwie. Nein, so. Nein, das ist ja auch zum Teil nicht wirklich gar nicht. Ja, das habe ich jetzt auch gemerkt. Ja. Also das hat sich gesteigert oder wie andersrum vielleicht. Ja. Aber ich kriege ja auch was dafür, das versteht manchmal so schwer, weil es, man verliert etwas, aber man beginnt in etwas Neuem zu leben. Ja. So ich habe das sagen. Ich habe das vor Jahren, bevor ich die Auszeit mir genommen hatte, habe ich das mal ausprobiert im Lokal. Ich habe mich da hingesetzt und habe bewusst mein Energiefeld hochgefahren. Und die Bedienung ist 5-6 Mal an mir vorbei. Bis ich es wieder runtergefahren habe, wie bei Celestine. Und die ist völlig erschrocken, als die an mir vorbei kam. Sitzen Sie schon lange da? Ich habe mich erst hingesetzt und habe innerlich gegrinst. Das ist genau das. Und das, weil es für uns in dem Moment nicht normal, also erstmal normal, erst zur erschreckenden Wirklichkeit, ist es aber so, dass wir schon eine ganz andere Schwingung haben. Und die anderen uns gar nicht mehr wahrnehmen. Darf ich kurz fragen, das heißt, du hast dich dann irgendwie in Liebe eingebunden? Ja, ich habe einfach mich sozusagen mit, also einmal die Liebe, dann habe ich natürlich auch die Gegenwartsübung noch gemacht, um einfach Stück für Stück meine Aura immer weiter angeeignet, also erhellt und ausgebreitet und so weiter. Und damit war ich nicht mehr sichtbar. Ich war unsichtbar. Ich frage nur deswegen, weil in den Plejaden, da habe ich gehört, dass wir Menschen uns an alle möglichen Felder anbinden können. Mhm. Ist das dann so in der Art gedacht? Felder, ja, was darf ich darunter verstehen, wenn du jetzt das so sagst? Du kannst, also wenn, ich, über jetzt, die Chakren wenn dann, ich jetzt, wenn ich jetzt hier rausgucke zum Beispiel, wir mit dem normalen bloßen Auge sehen jetzt die grünen Flächen. Ja. Wenn ich jetzt mein drittes Auge dazu nehme und meine ganzen Schablonen, habe ich hier mehrere Dimensionen vor mir. Da kann ich nicht nur die Engel sehen, da sehe ich hinten viele Außerirdische, ich kann in andere Welten gucken, ich kann alles haben, wenn ich da reingucke. Das geht mit dem dritten Auge. Ich habe in dem Moment einfach das Tor auf und kann alles sehen. Und das geht durchs dritte Auge. Also das heißt, das kann ich auch trainieren, oder könnten wir auch so trainieren, das dritte Auge zu reinigen oder wieder. Ja, es ist ein innerlicher Prozess, den du natürlich mit dir selber auch machen musst. Mhm,
Das ist nicht einfach so, dass du sagst, oh ja, ich mache jetzt mal die Übung und die Übung und dann klappt das schon. Mhm. Sondern es ist wirklich ein Prozess. Mhm. Und auch hier geht es wieder um Rhythmus und Tempo. Jeder hat seinen eigenen Rhythmus und Tempo. Mhm. Und wenn ich es jetzt mal so salopp sagen darf, wenn ich die Fähigkeiten habe, hätte früher am Anfang meiner Zeit gehabt hätte, wie ich heute habe, wäre ich damals durchgedreht. Dann hättest du mich einweisen können. Also es brauchte einfach eine langere Zeit, wirklich viele, viele Jahre, damit ich damit umgehen lerne, damit ich damit weiß, was ich tun muss und einfach den Alltag trotzdem weiter bewältigen kann, ohne völlig abzudrehen. Und das also ist mit Rhythmus und Tempo gemeint. Richtig, genau. Und das versteht man unter Felder anbinden, so wie du das jetzt... Ja, weil es ist alles zu sehen. Ich kann mich jederzeit zu den Dingen zuschalten, was auch immer ich sehen will. Ja? Mhm. Also, ne? Aber deswegen zum Thema fünfte Dimension, da sind wir schon lange drin. Da bleibt da manchmal noch die Luft weg. Gell? Ja, ist für mir sowieso, weil das bin da. Aber auch so. Es ist für mich irgendwie. Ist auch ganz okay, ist ja völlig gar keine Frage. Wie gesagt, für mich ist das mittlerweile Alltag. Aber ich laufe auch nicht dauernd rum und gucke mir ständig Energien an. Erstens habe ich die Zeit nicht. Ja, also wenn es gebraucht und gewünscht wird, dann kann ich es. Ja? Okay. Was ist denn der göttliche Plan, so für die nächste Zeit oder Zeitspanne? Was beinhaltet der denn? Der göttliche Plan ist der Aufstieg. Also der Menschheit sozusagen. Nicht nur der Menschheit, es geht auch ums Universum generell und viele andere Planeten. Ja, okay. Weil auf anderen Planeten sind ja auch Sachen, die zu bewältigen sind. Es ist ja nicht so, dass wir alle Highlander sind. Ja, also deswegen. Was hast du denn noch Schönes auf deinem Zettelchen stehen? Ich muss noch zwei Fragen jetzt. Na dann. Frage zu den Astralreisen. Du hast jetzt zum Beispiel aufs Mutterschiff gekommen, bist das erste Mal. Dann waren die Stühle, die sich angepasst haben. Ja. Wie kommen Sie diesen Astralkörper denn dann vorstellen? Weil sind die Namen nicht physisch, sondern Licht oder wie auch immer. Es ist eine Energieform. Es ist eine Energieform, die aber in dem Moment meinen Körper Formen sozusagen noch angepasst ist. Also so als Dirk sozusagen mit den Beinen und allem bin ich da. Ich leuchte mehr in dem Falle. Aber es ist nur wie ein Körper. Wie eine Art Körper, aber feinstofflicher. Okay. So kann man es eigentlich sagen. Mhm. Ja, und du kannst auch durch, also hier jetzt zum Beispiel, wenn ich hier astral bin, kann ich durch die Türe gehen, durchs Fenster, durch Gebäude und so weiter. Das ist gar keine Frage. Auf dem Mutterschiff ist es was anderes, weil die viel höher schwingen. Und dadurch bist du zwar astral, aber die können dich A sehen und B können sie dich auch anfassen. Also das ist wie, wenn du sagst, du bist auf einer ähnlichen Ebene mit ihnen. Und dadurch bist du jetzt nicht so feinstofflich wie hier, sondern du bist da eher zu erfassen. So kann man es eigentlich sagen. Okay. Ja. Weil die halt die gleiche Schwingungsebene haben wie du in dem Fall. Ne? Genau, oder höher sogar. Oder höher. Und in dem Fall bist du für die kein Astralkörper mehr. Okay. Hat man da auch Klamotten oder ist das? Ist ja, ja, du kannst da auch Klamotten anziehen. Das geht auch. Ja, das geht. Dann bin ich letzte Frage. Zum Thema Ross, das ist mich schon interessiert. Was ist da wirklich passiert? Ist da wirklich ein Raumschiff abgestürzt? Weil bei der Technologie kann man gar nicht vorstellen, dass ein Raumschiff abstürzt oder doch. Abgeschossen oder so. Es wurde nicht abgeschossen. Es war einfach, das Problem war, dass die in der Zeit Wellenversuche gemacht haben mit Frequenzen. Kannst du das nochmal sagen? Wellenversuche mit bestimmten Frequenzen. Die haben Gerätschaften schon gehabt, wo sie mit Frequenzen gearbeitet haben. Und das Problem war, dass dieses Schiff genau in diese Wellen reingekommen ist. Und deswegen ist die Betriebs,
Ding ausgefallen und die waren wie ein Schiff, was in dem Moment nicht mehr steuerbar war und ist deswegen abgestürzt. Hm. Welche Wesenheiten waren die? Das waren Grays. Das waren tatsächlich? Ja, Grays. Das waren Grays, ja. Okay. Und die hat man dann auch alle gefunden? Ja. Tatsächlich? Ja. Auch die haben echt schon welche gelebt haben, oder? Es haben welche noch ja, gelebt, aber nicht mehr lange. Okay. Die konnten sich wahrscheinlich selber sagen, es reicht, ohne dass mit ihnen was passiert ist. Nein, die sind auch verletzt gewesen. Ja, okay. Also, mein so ein Aufprall ist jetzt auch ohne. Aber ich habe gedacht, die haben vielleicht die Fähigkeiten auch zu sagen, bevor mit uns was passiert, wir können das beenden. Sie sind zwar technologisch, aber von der, wie sagt man, von der eigenen Energieform und so weiter haben sie ja noch einiges zu lernen. Also da fehlen ihnen einfach noch gewisse Voraussetzungen, wie jetzt zum Beispiel bei den Plejaden oder so. Mhm. Also die Plejaden schwingen weitaus höher als jetzt zum Beispiel so solche auf jeden Fall. Das war aber dann wahrscheinlich kein Leben, das war am Schiff, oder? Nein, das war kein Leben, das war am Schiff. Definitiv nicht. Eine letzte Frage, die doch noch, und zwar habe ich jetzt mehrmals gehört oder gelesen, dass ja, ich glaube, dass sogar von Elena der Name war, dass auf verschiedenen Stellen auf der Erde sollen ja solche Raumschiffe, Archen irgendwie auch im Meer über Jahrtausende schon vorhanden sein, die wo jetzt aktiviert werden. Auch in der Ukraine soll ja unter so einem Sandoase Also es gibt ja schon von der Föderation mehrere Stationen auf der Erde. Und auch die innere Erde ist natürlich entsprechend mit Raumschiffen oder mit Stationen auch versehen. Und es gibt natürlich schon auch von anderen Wesenheiten, die schon viele, viele Jahre, wie ich ja gesagt habe, wie die Erde entstanden ist oder beziehungsweise die Menschheit gekommen ist, haben die natürlich schon auch ihre Stationen gebaut. Das schon. Also es ist durchaus möglich, dass da an verschiedenen Plätzen entsprechend natürlich da schon auch Technologie vorhanden ist entsprechend. Aber das heißt nicht, selbst wenn die Sachen finden würden, dass sie sie auch benutzen können. Ja, es hat auch geheißen, dass die, in Anführungszeichen, alte Crew wieder zusammengeholt worden ist, die, wie du beschreibst, sich verbinden müssen, damit das aktiviert werden kann. Ja. Also es ist oft so, dass viele Raumgleiter erstmal mit auch gewissen Schriftzeichen versehen sind, die du erstmal aktivieren musst, um überhaupt die Technologie mit benutzen zu können. Okay. Also das geht nicht so einfach, wie sich das manche vorstellen. Das denke ich, Das glaube ich auch, dass da irgendwelche Sicherheiten da sind. Ja, genau. Das wäre ja zu uns angepasst. Ja. Und weißt du was über diese Bukit-Tipjäger, wie es heißen da in Rumänien, glaube ich, da sollen ja auch irgendwelche Riesenhallen da gefunden worden sind. Wie Riesenhallen? Ja, so die, wo energetisch geschützt sind, wo niemand rein kann, wo die ganze Menschheitsbibliothek drin vorhanden ist und so in der Richtung. Also die Akasha-Chronik existiert nur geistig, also das ist definitiv. Also wenn, dann ist da vielleicht noch anderes Wissen drin, was jetzt anderer Gesundheit mit anderer Technologie zusammenhängt, aber die richtige geistige Bibliothek, wo das ganze Menschheit drin ist und wo alles auf dem Universum, die ist vergeistigt. Also da kommst du nur ran, wenn du entsprechende Bewusstsein hast dafür. Nicht in irgendwelchen Hallen eingeschwört. Nein, definitiv nicht. Okay. Ja. Okay, danke schön. Interessante Fragen, danke Thomas. Noch jemand fragen? Meine letzte Frage hätte ich noch, wenn man so Kristalle, ich sehe jetzt hier auch was an Amethyst oder Bergkristall, wenn ich den mit Schutz, sage ich mal, programmiere, kann man das so nennen, wie lange oder wie weit reicht mir das, wenn ich das spüre? Es kommt erstmal natürlich darauf an, was du da rein programmierst. Mhm, okay. Also das ist schon mal das eine. Was soll der Stein machen? Das ist schon mal das eine. Mhm. Und das andere ist natürlich auch,
wie oft steht er jetzt zum Beispiel im Licht, dass er immer wieder die Sonne abbekommt? Oder hast du den irgendwo in einem dunklen Eck drin zum Beispiel? Und das sind also schon Faktoren, die da eine große Rolle spielen, weil Licht lädt auch wieder auf mit der Information. Wie jetzt der Stein, ich finde, er hat eine unheimliche Kraft auf mich. Ich weiß nicht, was hast du mit ihm gemacht oder hast du ihm irgendwas gesagt? Ich liebe ihn. Okay, dann gibt er mir diese Liebe auch. Ja. Schön. Aha, okay. Machst du das ständig oder liebst du ihn immer und sagst ihm das immer wieder? Ich liebe ihn immer. Aha. Ich sag ihm das nicht, nee, das weiß er auch so. Okay. Ich habe ihn schon so lange. Ah ja, okay, sehr schön. Das ist ein großes Ding, ne? Ja, ja. Das ist wunderbar. Ein Schatz. Ja. Das können wir doch auch machen, ne? Uns mit der Sonne aufladen. Das ist doch, ja, klar. Das ist alles machbar, aber... Sie hat ja Ingrid ja gefragt, wie lange jetzt Steine eben haltbar sind. Eben. Also, oder die Informationen. Also die Informationen selber, wenn du die einmal richtig programmierst, dann bleibt die so lange drin, bis du es aufhebst. Mhm. Okay. Aber der Stein selber wird, wenn er die Kraft natürlich irgendwann nachlässt, dann seine Arbeit nicht mehr komplett verrichten können. Deswegen ist es sinnvoll, den Stein dann ab und zu mal unter fließend Wasser zu halten und am besten dann auch den Sonnenstrahlen auszusetzen, dass er dann wieder Kraft einsammeln kann. Und dann erhält oder dann wird er den Raum wieder, je nachdem wie groß er ist, erfüllen mit seiner Energie. Sage richtig, jetzt. Genau. Mhm. Ja. Kann man auch Energie erzeugen mit Kristall, mit den Kristallen? Ja. Ja, schon. Ja. Gibt es da irgendwelche Pläne oder was nicht? Es gibt ja viele freie Energietechnologien, die auch unter Verschluss sind und so weiter. Ich habe mir immer so vorgestellt, hey, wenn ich die jetzt hätte, ich würde zu meinen Stadtwerken gehen und dann denen mal das vorschlagen und dann, hey, lass uns das mal probieren bei uns in der Stadt, das mit freier Energie zu machen. Dann haben alle kostenlosen Strom und alle freuen sich. Mhm. Gibt es eine Möglichkeit, an sowas ranzukommen, oder ist das zu gefährlich? Es gibt freie Energien schon lange in den Schubladen, aber es wird ja damit Geld verdient. Und solange Geld verdient wird, werden die zum Großteil natürlich weiterhin unter Verschluss gehalten. Oder zumindest, wenn du so etwas machst, also du hättest jetzt sowas zur Verfügung, dann wird dir erstmal große Summen Geld angeboten. Und wenn du das nicht machst, dann wird dir gedroht. Ja. So Fälle hatte ich nämlich schon erlebt. Ja. Oh, okay. Das ist wie die Jugend forscht, wenn die was Gutes geforscht haben. Ich habe zum Beispiel jemanden kennengelernt, der hat ein Mittel gegen Diabetes entwickelt, dass Diabetes nicht mehr kommt. Und da ist die Pharmaindustrie hergegangen und hat ihm zig eine sehr, sehr hohe Summe genannt, die er erst ablehnen wollte. Dann haben sie gesagt, das kann er tun, aber dann ist er und seine Familie nicht mehr da. Ja, so ganz gut schnell. Und dann hat er das Angebot angenommen. Heftig, also es ist immer noch gefährlich sozusagen. Es ist nicht so, dass man... Ja, weil allein mit Diabetes werden Milliarden verdient. Das ist unglaublich. Also mein Stiefsohn damals, der hatte Diabetes Typ 1. Und ich habe mal hochgerechnet, was der da verpulvert an Geld, was das kostet. Ich meine, zahlt die Krankenkasse, aber trotzdem horrende Summen. Er ist ja nur eine Person. Und wie viele Menschen haben Diabetes? Also, und da kommst du jetzt als Beispiel daher und sagst, ha, ich hab was dagegen, hallo, prima. Es hilft auch. Ja, ja, genau. Und dann sagt die Gegenseite, ich glaube, du hast einen Vogel. Ja, ja. Also sozusagen müsste sich das System erstmal ändern. Genau. Bevor man mit sowas... Ja, okay. Das hat ja damals der Thor auch, hat er beschrieben. Der Thor an den Anfang der 56 oder wann der war, der dem Eisenhower angeboten. Oh. Und die waren ja nur an den Waffen interessiert. Oh. Das war ja der Grund, warum die Anfang der 70er Jahre die Föderation dieses Programm ins Leben gerufen hat, dass diese Außerirdischen hier leben. Oh, okay. Entsprechend. Ja. Das ist ja der Punkt. Das heißt, man braucht da gar nicht in die Richtung so viel versuchen, weil man dann eher Gefahr läuft. Also im Moment ist die Lobby noch sehr stark. Aber es soll sich doch ändern, ne? Ja. Unser Leben wird sich doch... Natürlich, aber der Punkt, wie gesagt, nochmal, fangt bei eurer eigenen Haustür an zu kehren. Ja. Das ist einfach so. Ja. Darum geht's.
Noch Fragen? Nach 1000 Levels ist gut. Es werden auch immer noch mehr hinterherkommen. Es ist alles gut. Irgendwann gut. Mal.